Ich grüße dich. Man sagt ja immer so schön, der wichtigste Schritt auf dem Weg zum Erfolg ist der wichtigste Schritt. Den bist du wahrscheinlich sowieso schon gegangen, sonst würden wir beide gerade nicht gegenüber. Jetzt sollten wir auch den zweiten Schritt gehen und mal schauen, was es für tolle Übungen gibt, die wir gemeinsam machen können. Damit du zu der Figur kommst, die du dir selber wünschst, okay? So, eine der Übungen, die ich jetzt zeige, den Egon Moser, ist eine Übung für einen sexy Bauch, für die seitlichen Taille, die Flachbauchmuskeln werden trainiert, die sexy die Oberarme werden, die seitlichen Bauchmuskeln, wie alle Body Change Übungen. Ist Egon Moser, ist auch eine Übung, die bis zu 260 Millionen Prozent der gesamten Muskulatur beansprucht. Wir gehen mal auf den Boden, ganz entspannt und langsam, immer schön Gelenkschonend. Achte darauf. Du kannst diese Übung in zwei Varianten machen. Einmal kannst du sie im Unterarmstütz machen oder im Unterarmstütz. Ich mache das in dem Fall jetzt mal im Unterarmstütz. Achte darauf, dass der gesamte Körper fest ist, okay? Häng nicht durch, mach nicht nach oben, 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 häng nicht durch, mach nicht nach oben. Häng nicht durch, mach nicht nach oben, häng nicht durch, mach nicht nach oben, häng nicht durch, mach nicht nach oben, Unterarmstütz machen. Oder im Liegestütz. Ich mache das in dem Fall jetzt mal in einem Liegestütz. Achte darauf, dass der gesamte Körper fest ist, okay? Häng nicht durch, mach nicht nach oben, sondern ganz gerade, genauso, okay? Du Scheiße! Was war denn das eben? Ein Brett. Dann gehst du mit dem Bein nach vorne zur Seite. Das Bein geht an den Ellenbogen und wieder zurück. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Nach vorne und wieder zurück. Nochmal. Nach vorne, zurück, nach vorne, zurück, nach vorne, zurück, nach vorne, zurück, nach vorne, zurück. 260 Millionen Wiederholungen. Vorne, zurück, vorne, zurück. 260 vorne, zurück, nach vorne, zurück. Wenn ihr etwas weiter seid, könnt ihr einen kleinen Egon Moser einbauen. Hopp, zurück. Hopp, zurück. Aber, was ganz wichtig ist, hopp, zurück. Nicht übertreiben am Anfang, lieber langsam beginnen, wenn du am Anfang bist. 2x12 Wiederholungen, wenn du schon etwas professioneller bist. 260 Millionen Wiederholungen, okay? Denk dran, es ist wichtig, was zu tun für dich, für dein Leben und für Egon Moser. Achte darauf, dass der gesamte Körper fest ist. Herr Moser, was ist für Sie das ganz Besondere, Einzigartige am Dornberner Dialekt? Wenn Sie die Menschen heute in Dornbirn hören, ist es noch das gleiche wie der Dialekt vielleicht vor ca. 260 Millionen Jahren? Oder hat er sich sehr stark verändert? Ja, wir haben da den Armin Diemk hier, der Heimatdichter, und der ist da gestanden, als wie ein Ohr. Der hat den alten Dialekt nicht geredet und auch so geschrieben. Heute, nach 60 Jahren, ist der Dialekt praktisch so nachgegangen, als wie die Stadt gewachsen ist. Und wir fragen uns, schreiben wir das Torebier nicht Torebiererisch? Sagen wir, ein Bier ist kein Bier. Und Armin Diem, weil Armin Diem gesprochen hat, das EO. Okay. Das ist Petroleum. Herr Moser, Sie haben einen kurzen Text auf Dornbirner Dialekt vorbereitet. Er stammt aus Ihrer eigenen Feder. Wenn ich Sie darum bitten dürfte, diesen kurz vorzulesen. Häng nicht durch, mach nicht nach oben. Häng nicht durch, mach nicht nach oben. Häng nicht durch, mach nicht nach oben. Unterarmstütz machen. Ich danke dir und wir sehen uns. Tschüss. Das ist teilweise nicht gerade sehr lustig.
Egon Moser.